Da sind wir wieder. Und ich will direkt mit dem Thema weitermachen, weil sonst komme ich hier durcheinander. Ja, wir haben beim letzten Mal gesprochen, wie die Flüchtlingskrise ungefähr angefangen hat. Die Fehler, die man direkt zu Beginn gemacht hat. Die Lüge mit den hochgebildeten Flüchtlingen. Und da will ich es weiter einsetzen. Die Flüchtlinge sind also eine Belastung für unseren Arbeitsmarkt. Fokus hat, glaube ich, was Fokus oder was die Welt, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitschrift das war. Er hat gesagt, locker 90%. Korrigieren wir das ein bisschen nach oben, sagen wir mal 70%. Sind wir nicht ganz so extrem. Sagen wir einfach mal, 70% der Flüchtlinge sind eine Belastung für unseren Arbeitsmarkt. Sprich, die werden vom Staat leben. Das mag bei ein paar Flüchtlingen nicht allzu schlimm sein und man würde sich auch einfach denken, ja, dann ist es halt so. Es gibt aber hier über 1 Million Flüchtlinge. Und 1 Million Flüchtlinge mehr in in unserer Welt, die in Belastung für den Arbeitsmarkt sind, ist ein bisschen scheiße. Ja, man bedenkt ja, wir haben jetzt momentan schon schöne Probleme, weil die Regierung ja alle eine Sozialversicherung kastriert haben und so weiter. Auch vor allem Renten und so weiter. Haben sie ja schön kastriert. Und jetzt kommen da ein Haufen Flüchtlinge hier rüber, die das auch beziehen wollen. Und erzählt mir jetzt nichts von wegen, was ist das eigentlich? Erzählt mir jetzt nichts von wegen, die Rente ist sicher und so weiter. Oh, die dürfen da nicht einbeziehen, die Flüchtlinge. Natürlich dürfen sie einbeziehen. Das ist einfach so. Man mag jetzt drüber heulen können. Und ja, man kann drüber heulen. Aber es ist leider so. Das ist die bittere Wahrheit. Das bedeutet quasi, weil wir so viele Flüchtlinge haben, ist es eine unglaubliche Belastung für unseren Arbeitsmarkt. Und es war eigentlich auch klar, wenn man von so vielen spricht, dass man durchaus Probleme hat, das zu finanzieren. Man hätte sich da auch direkt überlegen müssen, es werden ja gewiss keine zwei, drei Flüchtlinge sein, die hier vom Nahen Osten rüberkommen. Es werden ja gewiss einige sein, wenn so ein Flüchtlingsstrom erstmal kommt, wie man das Ganze finanzieren soll. Das heißt, man hätte sich direkt zu Beginn nachdenken können, Moment, da kommen jetzt gerade ein paar Flüchtlinge nach Bayern. Wir müssen erst mal darüber zusammensetzen, um wie viele reden wir hier. Und das viel wichtigere Thema, wie finanzieren wir das denn? Ne? So frohe Botschaften verbreiten ist ja die eine Sache, ne? Aber... warte mal ganz kurz. Ne, frohe Botschaften verbreiten ist ja die eine Sache. Aber man muss ja auch ein bisschen ehrlich sein. Es gibt ein Problem, die Regierung war nicht ehrlich. Sie hätte stunken und gelogen. Vertraut das Volk nicht und so weiter. Und ganz ehrlich, so eine Regierung kann ich eigentlich nicht mehr unterstützen. Das ist einfach nur lächerlich, was es soll. Das ist einfach nur lächerlich. Aber okay. So heißt es, die Regierung hat ohne eine Scheiße gebaut. Die Situation unterschätzt, sie noch verschlimmert. Lügen verbreitet. Alles Mögliche. Man hat alles Mögliche negativ gemacht, kann man sagen. Man kann schon fast sagen, man hat quasi alles, was man falsch machen kann, falsch gemacht. Ganz kurze Pause dazu. Ich möchte jetzt gerne einen Entdecker rekrutieren. Quasi mich 50 Duple macht. Und den guten packen wir dann hier in die Flotte rein. Und damit kann ich jetzt diese Entdeckungsrouten machen. Oh, wir können ziemlich viel machen, um genau zu sein. Ja. Wir machen einfach mal Gewässer erkunden und so weiter. Je nachdem, was wir erkunden können hiermit. Es hängt davon ab, wie viel Kolonialreichweite wir haben. In der nächsten Idee können wir uns 50%... Waren es 50 oder waren es 100? Es waren 50. 50% mehr Kolonialreichweite holen, dann können wir uns natürlich weitaus mehr Gewässer hier anschauen. Aber das kommen wir ja später zu. Also wie gesagt, man hat so alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Unterschätzt. Lügen verbreitet. Was noch? ja. Sprich, wir sind jetzt quasi am Punkt angekommen, die Flüchtlinge sind da. Man weiß nicht unbedingt, wohin mit den allen. Aber man will sie natürlich alle haben, ne? Ist ja klar. Oh Gott, wie beschreibe ich das? Es ist ziemlich schwer, jetzt auf der Linie zu bleiben, weil ich habe es bis jetzt eigentlich relativ gut hinbekommen. Ohne Skript und so weiter, versteht sich. Ich mache es einfach frei aus dem Kopf heraus. Und ich will jetzt nicht durcheinander kommen und ein Thema irgendwie vergessen und so weiter. Lasst mich kurz nachdenken. Lasst mich denken.
Ja, doch, ich denke, darüber kann man jetzt anschneiden. Es geht jetzt nicht zwingend darum, wie die Flüchtlinge an den Grenzen behandelt werden und so weiter oder in den Camps behandelt werden, ne? Wir wissen ja, es gibt sehr, sehr viele, na, wie sagt man? Sehr, sehr viele Anschläge auf Flüchtlingsheime und so weiter. Das ist natürlich eine Sache, die geht gar nicht. Aber, und ich denke mal, dazu können wir jetzt anschneiden, die Integration der Flüchtlinge ist für den Arsch. Oh, Tee, nice. Hier in Deutschland, man muss immer sagen, in Deutschland, weil es gibt es keinen anderen Staat, hat man eine sehr, sehr interessante Vorstellung der Integration von Flüchtlingen, von anderen Leuten, Leuten mit Migrationshintergründen, heißt es ja mittlerweile im Fachdeutschen. Man fragt sich, warum gibt es solche Begriffe? Ja, es gibt einen Grund, warum es solche Begriffe gibt. Man mag mich jetzt vielleicht auslachen. Ich bin immer noch der Meinung, diese Begriffe gewissen alles, was wir im Krieg verloren haben. Nämlich im Zweiten Weltkrieg. Man mag mich jetzt auslachen wollen für den Begriff, aber denkt mal ein bisschen logisch darüber nach. Es gibt unglaublich viele, ja, es gibt unglaublich viele Themen. Wenn man ein bisschen über die Stränge schlägt, kommt man direkt in der Nazi-Keule raus. Auch die Bundesregierung. Pegida zum Beispiel ist ein interessantes Thema. Ohne jetzt mich auf irgendeine Seite zu stellen, aber ich jetzt der Meinung bin, Pegida ist in Ordnung oder eben nicht. Das sind Leute, die im Kern Sorgen haben um ihr, ja, um Deutschland halt, ne, weil sie nicht wissen, wo es mit der, mit den Flüchtlingen und so weiter ausgehen wird. Man hat Angst darum, man möchte etwas dagegen tun. Deswegen geht man auf die Straßen, das demonstrieren. Die Idee dahinter ist in Ordnung, wie ich finde. Mit Pegida. Dass da einige sind, die halt, ja, nationalistisch, oder auch nationalsozialistisch denken, oder meinetwegen auch faschistisch denken, sagen wir es einfach mal ganz knallhart, auch wenn es man eigentlich so nicht sagen soll, die rechts sind. Das geht natürlich nicht, klar. Oha, ich habe gerade einiges entdeckt. klar sind die auch dabei. Wäre ja eine Lüge, das zu verneinen. Aber die Idee von Pegida finde ich gar nicht mal so verkehrt. Die Idee von Pegida ist ja immer die gewesen, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt die ganzen Leute da aufnehmen, die ganzen Flüchtlinge, wenn sie dann kommen? Was macht man denn dann? Nimmt man sie einfach alle auf? Sollen wir unsere Werte damit vernichten? Bla bla bla. Die Idee von Pegida ist in Ordnung. Man macht sich Sorgen. Eben um den deutschen Staat. Man möchte, dass die Politik sich darüber mal Gedanken macht. Fakt ist, die Regierung denkt sich, fick dich. Um es ein bisschen hart zu formulieren mal. Die Regierung ist nicht der Meinung, dass der Kurs, den sie machen, falsch ist. Wäre interessant, wenn sie sagen würden, das ist falsch. Bezeichnet direkt alle Pegida-Anhänger als Nazis, als Vollidioten, als, wie hat man sie nochmal genannt? Als Menschen, die es nicht wert sind, Deutsch zu heißen, sich Deutsch zu nennen. Nee, das klang falsch. Wie hat man die alle mal bezeichnet? Ich weiß nicht mehr genau, wie man sie bezeichnet hat. Auf jeden Fall sind das ziemliche Ausdrücke, wo ich mir denke, Alter, wo sind wir hier gelandet? Aufs eigene Volk gerichtet, wohlgemerkt, ne? Man begann dann damit, sogar Gegendemonstrationen zu finanzieren gegen Pegida. Von staatlicher Seite her. Das ist Fakt. Und das darf man gar nicht. Demonstrationen? Es sind erlaubt in Deutschland. Na, wir haben hier Demonstrationsfreiheit. Dadurch können sie natürlich auch Gegendemonstrationen bilden. Das ist vollkommen natürlich. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn sich da bei Pegida auch Gegendemonstrationen bilden. Vor allem Linke, die Gegendemonstrationen zum Beispiel. Aber der Staat darf sich da theoretisch einmischen. Nur wenn sie außer Kontrolle geraten. Und Pegida ist alles andere als außer Kontrolle geraten, Leute. Mal ganz ehrlich, das sind Leute, die auf die Straße gehen, ein bisschen Blödsinn labern. Die machen nichts Böses. Klar gibt es hier und da Schlägereien und so weiter. Aber es ist normal, wenn eine Demonstration auf eine Gegendemonstration trifft. Das ist vollkommen normal. Da sitzt ein bisschen Polizei dahin, dass er aufpasst, dass es nicht ausartet. Und das war's. Da muss doch nicht. Da, das zeigt auch wieder ganz klar, welche Richtung die Bundesregierung sich hinstellt. Sie möchte halt nicht haben, dass ihre eigene Politik kritisiert wird. Das ist einfach so. Man kann es versuchen abzustreiten, man wird merken, dass es nicht funktioniert. Wie gesagt, Pegida ist ein schönes Beispiel dazu, dass man, dass die Idee gut ist, die Umsetzung vielleicht nicht ganz so gut gelungen ist. Ich will jetzt nicht sagen, Pegida ist in Ordnung, wie es jetzt geworden ist. Die Idee ist auf jeden Fall gut gewesen von Pegida, wie ich finde.
dass man dann demonstrieren will, weil eben die Bundesregierung da Scheiße baut. Aber ich weiche gerade vom Thema ein bisschen ab. Wir kommen zu diesem Bildungsstandard. Beziehungsweise, nee, ich wollte ja sagen, warum der Spruch rauskommt, das sind alles Nazis und so weiter. Das hat man zu Pegida übrigens gesagt. Das sind alles Nazis. So grundlos. Man kennt die Leute nicht, die bei Pegida rumlaufen. Es sind gewiss ein paar Nazis dabei. Zweifle ich nicht dran. Aber direkt zu sagen, das sind alles Nazis, die bei Pegida mitgehen, der gesunde deutsche Bürger würde sowas niemals tun. Bitte, wie will man das beurteilen können? Aber okay. Herr Schäuble, du kannst es natürlich beurteilen. Du warst natürlich bei den Demonstrationen dabei gewesen. Nicht wahr? Du kennst die Leute, die alle da rumlaufen, nicht wahr? Na klar. Nee, ich weiß hier vom Thema ab. Die Generation von Deutschland ist für den Arsch. In Deutschland gibt es so quasi dieses Musterbeispiel der Integration, nämlich folgender. Nicht die Flüchtlinge sollen sich integrieren, sondern wir sollen uns den Flüchtlingen anpassen. Das mag sich vielleicht ein bisschen seltsam anhören und total hirnbanal. Und gewiss glaubt mir gerade niemand. Es ist aber Fakt. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe den Namen vergessen, leider. Oh, eine neue Idee ausgezeichnet. Damit haben wir jetzt plus 20% Infanteriekampffertigkeit. Oh, und Kolonialreichweite plus 60%. Das heißt, wir können weiter decken. Was können wir denn decken, mein Freund? Ich würde sagen, wir tun das mit den Gewässern erforschen, bevor wir die Landmassen entdecken. Nice. Ich weiß nicht, wer das war, aber irgendein... War es Professor, war es Lehrer, ich weiß es nicht. Irgendjemand hat vorgeschlagen, dass in deutschen Schulen Arabisch als Fach unterrichtet werden soll. Das ist ernst gemeint von dem Kollegen. Und jetzt denkt mal ein bisschen weiter nach. Macht das Sinn? Jetzt, egal, ich will jetzt nicht von wegen scheiß Regierung und so weiter sagen, ich will das Ganze logisch durchdenken. Macht das Sinn? Dass man, wenn Flüchtlinge in unser Land kommen, dass man dann sagen will, die deutsche Bevölkerung sollte doch ihre Sprache lernen, damit sie sich besser verständigen können. Nein, es macht natürlich gar keinen Sinn. Es sollte genau andersherum sein. Die Flüchtlinge sollen Deutsch lernen und sollen die deutsche Kultur ein bisschen lernen, damit sie sich besser integrieren können. Daraus sollte man eher sein Geld werfen und nicht auf so eine Scheiße. Ich weiß nicht, ob es durchgesetzt wird und ich hoffe, dass es nicht durchgesetzt wird. Ich hoffe, man wird keine Sekunde darüber nachdenken und direkt sagen, Alter, was schlägst du für eine Scheiße vor, mal ganz ehrlich. Weil das ist völliger Blödsinn. Man sollte die Flüchtlinge halt mal auf Seite nehmen, vielleicht sogar, und sagen, Leute, ihr müsst, wenn ihr hier leben wollt, Deutsch lernen. Ihr müsst, wenn ihr hier leben wollt, das deutsche Rechtssystem kennenlernen. Und ihr müsst auch die deutsche Kultur kennenlernen. Wenn ihr hier leben wollt. Das ist Punkt. Wir passen uns nach euch halt logischerweise nicht an. Und falls das jetzt einige wieder aus ominösen Gründen auch immer der Meinung sind, das stimmt nicht und so weiter. Lasst mich an einem einfachen Beispiel das erklären. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Beispiel ist generell übertrieben, ich weiß. Aber es ist ein gutes, trotzdem ein gutes Beispiel. Es kommt jemand vor eurer Tür. Das ist euer Haus. Und jemand kommt da vor eurer Tür. Und sagt, er flieht vor dem Krieg oder keine Ahnung was. Die erste Frage ist, lässt ihr den rein? Ungefähr so kann man sich unseren Staat auch vorstellen, ne? Klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber kann man doch relativ gut vergleichen. Lässt hier so einen fremden Mann rein? Vielleicht ja. Ihr möchtet aber gerne wissen, was das für einer ist, ne? Thema Ausweis und so weiter, ne? Grenzkontrollen und so weiter, was wir gesagt haben, ne? So. Sagen wir mal, das ist ein Flüchtling, das ist alles mit ihm in Ordnung, der macht nichts Böses und so weiter, gehen wir vom positiven Fall alle Fälle aus, der bleibt. Naja, kümmert euch um ihn ein bisschen, ne? Wie ein Staat sich um die Asylanten eben kümmert. Und dann könnt ihr euch mit ihm aber nicht verständigen. Weil er eben halt aus einem anderen Land kommt, kein Englisch spricht oder ein abgedrucktes Englisch spricht, dieser vielleicht Englisch ist des Englischen auch nicht ganz so mächtig. Da bleibt so ein bisschen die Frage, wie wollt ihr euch mit ihm verständigen? Na klar, indem ihr Arabisch lernt. Natürlich. Ist ja nicht so, dass er in eurem Haus wohnt und ihr in eurem Haus normalerweise mit eurer Familie Deutsch spricht. Hoppla. Es ist rein logisches Denken. Es ist rein logisches Denken und das schafft die Bundesregierung nicht. Wenn Flüchtlinge zu uns kommen, dann lernen wir nicht Arabisch, dann lernen die Deutsch. Es gibt viele Flüchtlinge, die wollen das nicht. Es gibt viele Flüchtlinge, die sagen, das deutsche Rechtssystem interessiert mich nicht, die deutsche Sprache interessiert mich nicht, die Kultur ist mir scheißegal. Diese Leute, die es nicht lernen, abschieben. Die haben hier nichts zu suchen. Man hat sehr, sehr viele Flüchtlinge hier in Deutschland. Und es kommen immer mehr.
Und wir haben auch keinen Platz mehr für weitere. Das ist einfach so. Weil es die Fischingsheime nicht gibt, weil eben sehr, sehr viele Wirtschaftsflüchtlinge dabei sind, die hier nichts zu suchen haben. Es ist einfach so. Es sind sehr, sehr viele hier, die nichts zu suchen haben. Und die sollen raus. Um eben den Leuten, die kommen und Deutsch lernen wollen. Und auch, ja, wirklich sich hier integrieren lassen wollen. Damit die eben für diese Leute Platz machen. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber es sieht immer scheiße aus, wenn man Flüchtlinge abschiebt, ne? Ja, auf jeden Fall die Art Integration ist scheiße. Hab ich das Gefühl mit mir, dass man will, dass der Deutsche sich integriert, den Flüchtlingen gegenüber. Das ist völlig, völlig banaler Schwachsinn. Um ganz kurz nochmal die Flüchtlingskrise umzuschweifen, die wir jetzt momentan haben. Man diskutiert ja auf eine Obergrenze von Flüchtlingen. Tut die Frau Merkel natürlich konsequent ablehnen, weil sie ja immer Sorge hat. Die ist sogar irgendwo auch berechtigt, aber eigentlich banal. Dazu komme ich gleich. Nämlich, wenn man sich auf eine Flüchtlingsobergrenze einigt, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, in diesem Jahr nicht mehr wie 200.000, sagen wir mal. Dürfte ja schon schwer werden, die zu erreichen. Das war die Ironie. Dann hat die Frau Merkel die Sorge, was passiert denn mit dem einen danach? Diese Sorge ist irgendwo begründet. Und sie ist auch in Ordnung, diese Sorge. Weil, sagen wir mal, wir nehmen jetzt 200.000 neue Flüchtlinge auf dieses Jahr, was ich eben meinte. Und jetzt kommt ein weiterer. Und dann müssen wir natürlich sagen, sorry, wir haben keinen Platz mehr für dich. Das ist durchaus ein Grund, den ich akzeptieren würde, warum man deswegen dann sagt, das wollen wir nicht über Grenze. Aber jetzt denk mal logisch nach. Wir haben sehr, sehr viele Flüchtlinge hier, die hier nichts zu suchen haben, die kriminell sind, die keine Kriegsflüchtlinge sind, die sich hier nicht integrieren lassen wollen, bla bla bla, was auch sonst immer alles. Wie kann man alle rauswerfen? Man ist ja gerade dabei, die aus Marokko, Tunesien, Algerien rauszuwerfen, weil sie eben keine Flüchtlinge sind. Also keine Kriegsflüchtlinge, sondern sich einfach nur den Strom angeschlossen haben. Wenn man die alle rauswirft, hat man wieder Platz. Dann kann man wieder neue Flüchtlinge aufnehmen. Nämlich welche, die es auch nötig haben, hier Asyl zu beantragen. Die eben wirklich vor dem Krieg flüchten. Da hat man wieder Platz. Kann man den einen danach auch wieder annehmen. Nur nicht sofort. Deswegen bin ich ja dafür, dass diese zentralen Flüchtlingslager gebaut werden. Nicht zwingend in der Türkei, weil die Türkei, ich traue den Türken nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass mit dem ganzen Geld, was die Türken bekommen, wirklich Flüchtlingsheime bauen. Aber irgendwo müssen Flüchtlingsheime gebaut werden, meinetwegen auch in Europa. Wo die ganzen Flüchtlinge erstmal, ja, gesammelt werden, auf den Haufen gelegt werden, auf grob Deutsch gesagt. Und da erstmal warten, sich registrieren lassen und man dann schaut, wo man dann Platz für sie hat. Vielleicht tut man sogar noch den Wunsch aufnehmen, wo sie gar hinwollen. Die meisten werden sagen Deutschland, hoppla. Dann kann man diese aufnehmen, wenn man sich eben Platz gemacht hat. Und dann geht auch eine Obergrenze. Und eine Obergrenze würde ich einführen in unserem Land, weil wir haben zu viele Flüchtlinge. Wir können sie nicht mehr alle aufnehmen. Das ist einfach so. Unsere Kapazitäten sind erreicht. Da mögen wir jetzt auch Vollidioten ankommen, von wegen, wie die Frau Merkel es gerne sagt, wir sind es der Geschichte schuldig, wo sind wir es wieder Geschichte schuldig, meine Fresse. Wo sind wir der Geschichte schuldig, dass wir so viele Flüchtlinge jetzt aufnehmen? Haben wir irgendetwas im Nahen Osten gemacht, das es rechtfertigt, dass wir es machen sollen? Soweit ich mich erinnern kann, die Kolonialherren im Nahen Osten sind keine Deutschen gewesen. Franzosen und Engländer, glaube ich, ne? In erster Linie sind die dafür verantwortlich, dass in diesen Ländern die ganzen Jahre nach dem Krieg so viel Scheiße dann dampfen ist. Nicht wir. Und wie sieht Englands Beitrag zur Flüchtlingskrise aus? Nicht so groß. Ich glaube, die Engländer haben gesagt, wir wollen keine. Ich glaube, die Engländer haben sich sogar spezialisiert. Wir wollen keine von denen, die Nationen haben, war nicht was gewesen, ne? Naja. Ich merke, ich habe noch 10 Minuten. Ich quatsche wie in einem Eimer und das wird eine ziemlich interessante Diskussion werden. Ich muss jetzt versuchen, das den Rest ein bisschen abzukürzen, damit es in den Part noch reinpasst. Wir haben von Integration gesprochen, wir haben von der Aufnahme gesprochen, wir haben jetzt von der Obergrenze gesprochen, dass die notwendig ist. Als nächstes, was ich jetzt ansprechen will, ist, muss mal nachdenken, was will ich jetzt eigentlich mal ansprechen, ist genau. Was können wir denn ansprechen? Genau, auf diese tolle europäische Lösung, die Frau Merkel immer so gerne haben will. Die Frau Merkel ist ja ein bisschen nicht mehr ganz banal im Kopf. Und ist immer so sturköpfig, kann man sagen.
Ja, sie lässt sich nur selten von ihrem eigentlichen Kurs abbringen. Was sie sagt, das muss so gemacht werden. Sie führt sich ein bisschen auf wie Diktatorin, kann man sagen. Und sie hat so eine komische Idee. Es nennt sich eine europäische Lösung, eine gemeinschaftliche europäische Lösung, bla bla. Soll heißen, die Flüchtlingskrise, sagt sie, ist ein europäisches Problem. Würde ich jetzt nicht zwingend sagen, aber definitiv haben alle europäischen Staaten irgendwie da ja eine gewisse Verantwortung, das auch gemeinsam zu lösen, weil die Flüchtlinge eben überall nach Europa wollen. Ich bin theoretisch auf der Meinung von der Frau Merkel, dass gesagt wird, dass das eine europäische Lösung sein muss. Ich bin auch der Meinung, dass wenn Europa sich zusammensetzt und Europa sich auch mal fünf damit auseinandersetzt und auch mal ein bisschen Kompromisse eingeht, dass man diese Flüchtlingskrise einfach bewältigen kann. Ja, dass man sagt, keine Ahnung, Polen, wie viel kannst du aufnehmen? So und so viele, alles da bekommst du. Mehr nicht. Schweden, wie viel kannst du? Holland, wie viel kannst du? Bla bla. Dass man das so verteilt. Das kann man gut machen. Aber was passiert mit dieser europäischen Lösung? Polen sagt, wir wollen keine Flüchtlinge. Punkt. Ungarn sagt, wir machen den Grenzzaun dicht. Wir machen die Grenze dicht und Grenzzaun und so weiter. Was eigentlich gar nicht gehen soll, laut EU-Richtlinie. Hoppla. Da kümmert sich aber keiner drum. Ungarn macht es trotzdem, kriegt nichts gesagt. Wie sieht es in Ungarn aus? Ungarn ist jetzt super dabei, deswegen habe ich gesagt, Ungarn hat alles richtig gemacht. Weil es keine Konsequenz gibt für Ungarn bis jetzt und weil es jetzt in Ungarn ruhiger ist. Die Flüchtlinge machen großen Bogen in Ungarn. Was macht Dänemark? Dänemark macht harte Grenzkontrollen, will das, ja, wie sagt man das? Nimmt den Flüchtlingen natürlich viel Besitztümer weg, wenn sie es so viel haben, dass es zu viel Geld wert ist. Dänemark will quasi den Flüchtlingen sagen, sie sollen einen Bogen um Dänemark machen. Ja? Wenn sie weiter nach Norden wollen, dann sollen sie es durch Dänemark machen. Was in Ordnung ist, Dänemark ist ein kleines Land, die können nicht viele Flüchtlinge aufnehmen. Schweden hat schon gesagt, wir nehmen keine weiteren Flüchtlinge mehr auf, weil wir keinen Platz mehr dafür haben. Das ist alles sehr, sehr eigensinnig. Und wie gesagt, diese europäische Lösung, die ist von der Idee her vernünftig, aber jetzt das, was ich ihm gesagt habe, was Ungarn alles richtig gemacht hat, es kann keine europäische Lösung geben. Weil wir sehen gerade die europäische Lösung, wie sie ist. Nämlich jeder macht, was er will. Und es ist jedem scheißegal, was der andere macht. Ja, man kann jetzt sagen, Ungarn darf gar nicht die Grenzen dicht machen. Laut EU-Richtlinie schieß mich tot. Das stimmt, das dürfen sie nicht, aber es gab bis jetzt keine Konsequenz. Insofern hat Ungarn alles richtig gemacht. Die haben die Grenzen dicht gemacht, es sieht mir halt besser aus. Läuft. Und es gab kein böses Blabla von irgendwelchen Staaten. Nein. Ist alles in Ordnung. Es wird nichts Böses gesagt. Alles super. Deswegen haben nicht andere Staaten es auch gemacht. Slowenien, Kroatien. Haben alle auch die Grenzen dicht gemacht. Und gibt es irgendwas zu sagen? Irgendwo ist Mecker von der EU? Nö, gar nichts. Alles in Ordnung. Und jetzt kann man mal so fragen, wer ist der eigentlich Dumme? Natürlich der. Achso, ich habe eine maximale militärische Macht erreicht. Ah, okay. Und jetzt kann man fragen, wer ist denn da eigentlich Dumme? Nämlich der, der die europäische Lösung sucht, wo es keine gibt. So heißt denn das, was die Frau Merkel gerne hätte, diese europäische Lösung. Es gibt keine. Ich habe gerade gesagt, wie die europäische Lösung aussieht. Jeder Staat macht, was er will. Und dabei bleibe ich auch. Das bleibt so. Jeder Staat macht, was er will. Und bald ist halt der EU-Krisengipfel. Wo man vielleicht sogar auch über die Flüchtlinge spricht. Vielleicht. Ich bin mir sehr sicher, es wird da keine Einigung darauf geben. Man wird vielleicht sogar über die Flüchtlingskrise sprechen. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht einigt man sich sogar auf irgendetwas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es was Großes ist. Bedeutet, es wird entweder viel zu overhyped sein, dass man jetzt sagt, damit kann man die Flüchtlingskrise jetzt bewältigen, bla bla bla, und in Wirklichkeit ist es irgendwie ein völliger Blödsinn. Oder man einigt sich auf gar nichts, man vertagt es einfach. Das ist die Erwartung, die ich an diesem Flüchtlingskrisengipfel habe. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Großes bei rauskommt. Und das ist dann Merkels europäische Lösung, die einfach schon von der Grundidee her zerbricht, weil es völliger Schwachsinn ist. Jetzt habe ich immer gesagt, die militärische Macht auszugeben, um die Manpower zu erhöhen. Nice. wie gesagt, die Idee zerbricht einfach schon an den Grundfesten. Und
Wenn man das nicht sieht, dann hat man eigentlich da auch nichts mehr verloren. Deswegen bin ich auch der Meinung, wie viele andere, dass Merkel eigentlich mal abtreten soll. Man muss sagen, der Kurs der CDU ist eigentlich immer derselbe. Na, Krisen aussitzen, wir bleiben bei unseren alten Ideen, bla bla bla. Man will eigentlich sich nicht wirklich auf was Aktuelles anpassen. Ne? Man will einfach nur regieren, kann man sagen. Ne? Das will die CDU, die will einfach nur regieren. Man kann jetzt fragen, warum sie nur regieren will. Man könnte sagen, das macht Willens, dann kann man sagen, das ist auch völliger Blödsinn, aber es ist irgendwie dann doch so. Ganz ehrlich, die Politik ist aus, das ist eigentlich nicht unbedingt scheiße. Na, es gibt viele Punkte, wo man sagen kann, das ist in Ordnung, dass man das macht. Aber in Zeiten wie diesen mit den Flüchtlingen, da kann man nicht sagen, wir setzen es aus. Da müssen jetzt Entscheidungen her, da müssen jetzt Gesetze her, da muss man sich auch endlich auf was einigen. Man kann nicht mehr sagen, das setzen wir aus. Das geht nicht. Ja, und leider geht die Merkel mit dem Kurs eben weiter. Und keiner hat ein bisschen die Eier in der Hose, ihr wirklich Stirn zu bieten. Das ganze Gerede mit, hier mit, wer ist er nochmal? Ich hab den Namen vergessen, das ist unglaublich. Nicht mit Edmund Stoiber, mit, ja, auch nicht mit Helmut Kohl. Meine Fresse, wie heißt der Typ von Bayern? Ihr wisst schon, wen ich meine, den bayerischen Ministerpräsidenten. Na, wie heißt er? Horst Seehofer, meine Fresse. Wie könnte ich den Namen nur vergessen? Das ganze Getüdel, was der mit der Merkel gemacht hat, ist einfach nur lächerlich. Man kann den Typen noch nicht mehr ernst nehmen. Er sitzt da in seinem Kreis in Bayern, kann man quasi sagen, unter seinen Getreuen. Sagt quasi, die Merkel hat nicht mal alle Tassen im Schrank, dass sie so eine Scheiße macht. Kommt dann mit Drohbriefen an und so weiter, mit Ultimaten an, mit Fristen, die er setzen will. In seinem Kreis sieht es natürlich alles sehr gut aus und so weiter. Und dann geht er nach zu Mutti Merkel nach Berlin oder Mutti Merkel kürzt ihm runter nach Bayern. Und auf einmal macht er so eine Art Wackeldackel und sagt, ja, alles ist in Ordnung, Mutti, alles ist in Ordnung, ich habe nichts Böses gesagt. Ich bin ein ganz braver Dackel. Oder wie jetzt? What the fuck, den Typen kann man nicht mehr ernst nehmen. Was labert der für ein Dünnpfiff? Unglaublich. Ja. Wie gesagt, ich bin der Meinung, die Merkel tut in ihrer Regierung den deutschen Staat schaden. Ich denke mal, damit liege ich nicht ganz so falsch, weil sie trifft keine Entscheidungen, sie will alles vertagen, die Flüchtlinge kommen weiter an und es werden weiterhin zu viele sein. Und ja, wir alle sitzen hier rum und denken uns, wie soll es so weitergehen? Das muss doch geregelt sein. Ja, Fakt ist allerdings, man hat wie ein kopfloses Huhn wahllos Flüchtlinge angenommen, ohne darüber nachzudenken. Man hat nicht eine Sekunde, vielleicht hat man sogar eine Sekunde darüber nachgedacht, wie man sie verteilen will. Man hat dann im Endeffekt gemerkt, es ist egal, das schaffen wir schon, ne? Wir schaffen das. Der schlimmste Spruch, den ich jemals gehört habe von ihr. Direkt gefolgt vom Spruch, das ist Neuland. Und all sowas. Kann man eigentlich mit in den Sprücheliste aufschreiben zur Merkel. Das ist unglaublich. Solche Sprüche hört man dann. Wir schaffen das. Ja. Habt ihr auch einen Plan? Brauchen wir nicht. Warum? Weil wir es schaffen. Ja, toll. Zu jeder politischen Krise, es ist scheißegal zu welcher, braucht man einen Plan. Es ist, wie gesagt, scheißegal zu welcher Krise wir hier sprechen. Es ist scheißegal. Zu jeder braucht man einen Plan. Und wenn man keinen Plan hat, dann wundert man sich auf einmal, wohlgemerkt, dass alles aus dem Ruder läuft. Und das passiert nämlich hier gerade bei uns. Und unglaublicherweise, die Regierung wundert sich, warum alles aus dem Ruder läuft. Ich habe eine ganz einfache Antwort für euch, meine lieben Freunde da oben, die so viel Knete verdienen und so unverantwortlich regieren. Wisst ihr, warum die Flüchtlingskrise so unglaublich ausgeartet ist? Weil ihr Scheiße gebaut habt. Und zwar richtige Scheiße. Und wir leben ja in einem Staate namens Deutschland. Und ich kann jetzt ungefähr sagen, wisst ihr, wer die Verantwortung zu tragen hat für die Flüchtlingskrise? Das habt ihr. Aber wisst ihr, wer die Scheiße ausbaden muss der Flüchtlingskrise, weil ihr eben Scheiße gebaut habt? Das müssen wir, die deutschen Bürger und deutschen Arbeiter. Mit diesen Worten, denke ich mal, habe ich meine Position ein bisschen klar festgelegt. Ich bitte euch, falls ihr Kommentare schreiben wollt, nachdem dieses Video jetzt vorbei ist, übertreibt es nicht. Falls ihr über die Stränge schlagen solltet, werde ich aktiv werden. Ich werde hier auch ein bisschen achten. Wir haben nebenbei, glaube ich, nicht eine Minute über das Spiel geredet.
sondern nur über diese Krise. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ob ich weitermachen soll, ein paar andere Themen sprechen soll, aber ich habe jetzt eine ganze Stunde darüber gequatscht und ich habe eigentlich immer noch nicht wirklich angefangen. So anstrengend. Aber gut, im nächsten Part machen wir weiter mit Japan. Wir machen weiter Kolonien. Wir breiten uns in Haixi, glaube ich, mal aus. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.